Hast du schon mal eine Torte in unter einer halben Stunde gemacht, die auch noch jedem richtig gut schmeckt? Mach erstmal den Biskuit schnell, schlag das Eiweiß schön auf mit ein bisschen kaltem Wasser dazu, den Zucker nach und nach einrieseln lassen, die Eigelbe nach und nach dazugeben und dann vorsichtig die trockenen Zutaten unter 7 heben, wie auch immer. Das Ganze geht in den Backofen. Die genauen Zeiten und Mengenangaben schreibe ich euch natürlich in die Beschreibung. Und wenn das fertig gebacken ist, teilst du den in 2 Teile auf oder auch 3, wie du es möchtest. Sahne dann mit Sahne steif schlagen und dann den Frischkäse mit dem Puderzucker und den restlichen Zutaten für die Creme vermischen und die Sahne einfach nur unterheben. Dann hast du schon eine hammermäßige Basic-Creme, in die du dann noch Schoko-Chunks, Stückchen, irgendwas einrühren kannst, wie du es möchtest. Hier ist jetzt mein Boden, den ich dann geteilt habe. Und jetzt fängst du an, die Torte zu schichten. Ich habe dann die Creme genommen, die habe ich auch bis zum Rand gegeben, weil es wirklich eine reine Naked-Cake-Torte ist. Und habe wirklich klein geschnittene Erdbeeren nur drauf gegeben. Mach's mit Himbeeren auch oder Ananas, was du magst. Die zweite Schicht wieder die Creme drauf und Oreo-Kekse. Die werden auch schön weich. Und ja, es schmeckt dann immer noch richtig gut. Dann den Boden wieder drauf und noch ein bisschen Creme übrig lassen für oben drauf. Ich habe mir noch einen kleinen Rest gelassen, um den Rand nochmal gegebenenfalls auszubessern. Dann habe ich auch voll die gute Idee, die Erdbeeren mit Goldpuder oder Silber, was ihr möchtet, bestäubt, bepinselt, wie auch immer, frische Blumen genommen. Und die Torte war so lecker.